Gemäue, ihr Süße. Da steht die dir noch auf. Lecker. So, muss ich mal gucken. So, das Ding dahin zu stellen. Ups. So. So, jetzt habe ich gerade das Video hochgeladen, wo der Heiko den Träger, den Eisenträger durchschneidet. Ich bin nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Irgendwas ist. Immer. Immer. Jo. Das ist auch über eine halbe Stunde das Video, also das, wo sie die Trägerin machen, aber da sind so viele Leute dran beteiligt gewesen, wo geholfen haben, den Träger darin zu stoppen. Das kann ich nicht freischalten, weil ja, da sind so viele Leute dabei und Musik läuft auch noch. Oha, hör auf. Geht schon mal nicht. Geht schon mal gar nicht. Ne? So, ich mache mal mein Frühstück. Ich habe Hunger. Ist doch scheiße, dass du. Ich habe gar keinen Bock drauf. Warte, ich wasche mal gerade die Hände. Ein Schweinestall, ey. Ja. Ich habe neue falsche Holly entzündet. Ja. Wenn ich da mal umgucke. Mal los, ne? So, warte. Hände gewäscht. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal dort. Ich bin jetzt eigentlich nur dahin gefahren wegen der Duftkerze. Also will ich dahin fahren. Da will keiner ist am Start. Alles parat. So, warte, Moment. Ah, bin ich schon mal außer Atem? Das geht mir doch nicht da. So. Ich muss mal gerade mal Fleisch aus dem Kühlschrank rauskrapschen. Ich muss auf jeden Fall vorher was essen. Das geht nicht, wenn man nichts isst. Das hab ich noch oft. Ich bin noch nicht zurecht gemacht, nichts, ne? Kann man eigentlich kennen, zumute so. Aber jo, was willst du machen, ne? Was wollte ich denn jetzt erzählen? Achso, gestern war ich auch, hatte ich mit dem Holly Sachen noch runtergefahren. Und gestern Abend habe ich statt der Heiko beim Gipse zugeguckt. Ja, ja, was, das sind alles so Sachen. Das macht er selber. Ne? Weil, wenn ich das mache, wird es ihm das nicht gefällt. Ne? Also muss er selber machen. Das kann es nicht ändern. Ne? Das ist halt, ja. Kann ich ja auch nicht ändern. Ne? Wenn gerade das. Was dann so am Bau jetzt da hier noch so schaffe ist und so, das ist alles Sache, die macht er selber, damit es anständig und richtig gemacht ist, ne? Und ja, dann kann ich halt einfach auch überwiegend entweder Schadensbegrenzung, wie gehe ich da dann kehre, ja, wunderbar, ne? Sauber so mache an sich, brauche ich nicht her, weißt, wenn der anfängt zu gipsen, dann macht er die Säck. Muss er ja erstmal Gips anrühren, dann starb das nochmal wie ein Arschloch. Und ja. Nee, das ist alles Schildbeherarbeit, wenn du das machst. Ne? Pff, mir doch egal, ich kann nur leben, bis so weit ist. Ne? Und steht doch keine Sau. Ne? Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt so gut wie in der Ist-Phase. Ne? Also eigentlich so gut wie, ja. Und ja, mal abwarten, ne? Warten wir gerade. So, jetzt habe ich mal schnell eine halbe Säckchen gewurschtelt. Dann müssen wir hier nicht beim Klatschen zuhören. Jetzt habe ich hier von der Tassimo, ne? Cappuccino, ne?
Der hat ja zwei Komponenten, ne? Immer Wasser, Quatsch, immer Milch und immer Kaffee. Also, ne, das ist ganz wenig. Jetzt hat der Heiko sein Kaffeemaschine ohne auf der Baustelle, weil ich trinke am Tag eine Tasse. Ich habe mir das Tassimo-Gedöns immer, wenn es im Angebot ist. Ich kaufe das auch nicht für 5, 6 Euro, ne? Also das geht gar nicht, ne? Aber mir schmeckt der Kaffee immer besser. Und deswegen, und wenn ich trinke ja nicht so viel Kaffee, ne? Der trinkt ja 3, 4 Tassen im Moment schon. Ne? Und das mache ich ja nicht. Und, ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht. Da ist irgendwo Haar und ich sehe es nicht. Verdammt normal. Ja, auf jeden Fall hat der jetzt müsse, weil die Kaffeemaschine noch ohne steht, meinen Kaffee benutze, ne? Und das sehe ich gerade, hat er mal mehr Milch von meinem Cappuccino benutzt, ne? Also, sag mal, kennt ich schon noch mal ausflippe am frühen Morgen, ne? Wo ich dann denke, das steht doch groß und breit auf deine Schachtel drauf, was ist, ne? Ach, ja. Kann man machen, bringt nur nichts. Was ist das da dann? Ich sehe es nicht. Ich sag mal, ich muss mal die Scheißbrille anziehen. Was ist denn los? Ah, alles klar. Ja. Ja, und jetzt war ich schon Holly in die IKEA. Gleich, falls das noch heute noch runterkommt. Die haben halt pädagogischer Dach. Also bietet sich das an. Ne? Aber da die IKEA ja schon 10 Uhr aufmacht, zumindest mal bei uns. Ja. Gehen wir jetzt halt noch ein bisschen warten. Also kann ich jetzt warten. Dann ist der Tag schon um halb rum. Oh, ich saß ja, ich saß ja. Ach so. Sieh ich gerade. Nehme ich gerade so aus, als würde ich gleich jeden Moment mit dem Kopf auf den Tisch schlagen und inschlafen. Ne? Gott, sehe ich aus, wenn ich mal pickele. Irgendwas stimmt mit mir nicht. So. Ja, so. Die Bauernmalerei ist fertig. So gut wie da mehr Dinger, ne? Da war noch mal alles voller Schuppe und so, ne? Ist gut weggegangen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der Futzelmanni ist auch da. Nur willst du raus, wo du willst. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen. Ja, klar, du fetter Köder. Das probiere ich mal. Mein Kaffee, da habe ich jetzt die Komponente mit dem Cappuccino reingeschüttet, also Rindlarven gelassen und habe halt normal die Milch dazu geschüttet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, kann man machen, ne? Ja, kann man machen, das ist gut. So. So. Ja, jetzt warte ich, bis meine Tochter runterkommt. Achso, genau, da wollte ich ja noch auf das ein oder andere Kommentar Antwort geben. Genau, mit der Ständerwand. Stimmt, und auf die Idee ist immer nicht kommen. Auf die Idee ist immer nicht kommen. Das muss ich sagen, wie das ist. Da ist immer gar nicht drauf kommen. Das wäre natürlich super gewesen. Ne? Aber ja, geht auch so, ne? Ich. Ja, ist gut so wie es ist. Ne? Und das wäre auch mal noch mal mehr Aufwand gewesen und das kostet ja auch Geld und die Ständer werden, die sind ja auch so günstig nicht. Wir müssen ja auf Geld gucken. Ist jetzt nicht so, dass wir aus dem Volle schöpfen. Ne? Da muss man schon halt auch noch so gucken und von daher auf die Idee sind wir aber auch gar nicht erst kommen. Ne? Also das muss ich auch sagen. Also siehst du, haben da ab. Nee. Das wäre dann nochmal Kosten gewesen, nur damit das abgetrennt ist, ne, so ein bisschen. Nee, das. Aber das wäre eine gute Idee gewesen, ne?
Ja, das stimmt. So, was noch? Was war das noch? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. So, ja, das mit dem, wo ich da mit dem Blätterteig gemacht habe, war ganz gut. Also mir hat es ganz gut geschmeckt. Ich bin auch wahrscheinlich der einzige gewesen, der es gegessen hat, ne? Hatte ich zeigen, wo gerade im Endeffekt aussieht. Also da habe ich jetzt noch ein Stück. Na, also so. So. Na, sind Maschinen, die Bananen und Dings und tralala. Einmal fry. Da hat bei uns ja in der Boot so kalt ist wie im Kühlschrank, kann man das auch ruhig alles draußen stehen lassen. Ne? Alles wunderbar. So, ich muss jetzt mit dem Hund noch rausgehen. Wie gesagt, das Video, das jetzt vorne dran ist, das ist, wo der den Dreher für Dennis im Video vorne dran die Löcher gemacht hat. Ne, bevor der, also das habe ich auch gefilmt, wie gesagt, mit dem Dreher. Aber ja, ne, es war zu viel Leute dabei, die nicht unbedingt im Internet wolle. Also von daher habe ich das halt nicht hochgeladen. Also hat zwar auf YouTube hochgeladen, aber nicht freigeschaltet, weil ja, das geht nicht, ne? Genau, so. Ich muss jetzt mit dem Hund raus und dann hoffe ich, dass mal die Kehrfahrerkinder, dass meine Tochter endlich mal aus ihrem Prinzessinnengemach herunterkommt und ne, vorwärts macht. Das ist nochmal immer dasselbe, immer dasselbe. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.